Jo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio und damit zum ersten Reaction Video in der neuen Saison zu unserem DFB-Pokalspiel beim VfL Osnabrück, was wir nach Verlängerung mit 3:1 gewinnen. Erstmal ist zu sagen, es war aus meiner Sicht das komplett zu erwartende schwere Spiel. Ich hatte ja gesagt, ich konnte nicht verstehen, wie manche unter Taubi oder meine Videos schreiben konnten, ja, das wird ein klares 3-4-5-0. Also es war meiner Einschätzung nach klar, dass das ein absoluter Fight wird. Man hat ja auch allgemein in der ersten Runde gesehen, welche Erst- und auch Zweitligisten schon alles ausgeschieden sind. Darum soll es aber ja nicht gehen. Es soll ja um das Spiel des FCs gehen. Das war einfach nur so ein kleiner Reminder am Anfang. Die Aufstellung, mit der der FC agierte, war einfach 1:1 die, die ich prognostiziert hatte in dem Match-Talk. Mit dem einzigen Unterschied, dass Steffen Baumgart mit seinem Wahn von einem Sechser mal wieder begann. Martel war der alleinige Sechser, Kainz auf links, Hussein Basic auf rechts und Olesen dann, ja, kann man so sagen, in dieser Raute dann quasi sozusagen die 10. Waldschmidt und Selke vorne. Schmitz, Hübers, Chabot und Baccarada, die Viererkette, Schwäbe natürlich im Tor. Und ich muss sagen, ich habe, wo das Spiel anfing, fand ich Osnabrück trotzdem irgendwie immer im Spiel und immer gefährlich. Aber der FC war schon am Anfang, fand ich, in der ersten Halbzeit besser und auch von den Chancen her besser. Davy Selke hat eine Chance, wo er halb rechts im 16er mit voller Gewalt auf den Torwart schießt. Der Winkel war schon spitz. Ich will jetzt nicht sagen, den muss man machen, aber ich bin schon der Meinung, man kann den besser aufs Tor bringen. Torwart hat sich auch sehr breit gemacht. Das sind dann meistens so die Situationen, wenn man den Ball flach schiebt, dann hat man halt auch schon mal gute Chancen, dass er vielleicht mal durch die Hosenträger rutscht, aber ja, sei es drum, Selke schießt den Keeper an, Erik Martell haut den Ball volles Karacho gegen Pfosten und dann hat Osnabrück, ich weiß nicht ganz genau, ich glaube ungefähr so 25., 30. Minute rum, so eine kleine Standardserie, wo der erste Standard, was gleichzeitig der erste Torschuss von Osnabrück dann war, der Ball nach dem Freistoß Richtung Winkel flog und Schwäbe den da gut rausholt. Das war aber meiner Einschätzung nach die einzige richtige Chance in der ersten Halbzeit von Osnabrück. Der FC macht dann zu einer, wie ich eigentlich finde, psychologisch richtigen Zeit oder wichtigen Zeit, das 1:0 durch Benno Schmitz in der 43. Minute, mal wieder ein Traumtor, unfassbar schön mit rechts, links oben in den Winkel geschlänzt. Da hat man schon irgendwie das Gefühl, Benno Schmitz kann gefühlt einfach nur Traumtore schießen. Ja, und dann war es in jedem Fall so, dass der FC dann mit diesem 1:0 in die Pause ging, aus der Halbzeit kam und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass wir einfach auf der einen Art und Weise zu bedacht waren und auf der anderen Seite auch irgendwie ein bisschen zu sehr verwalten wollen. Also da war mir das auch ein bisschen zu wenig, was dann kam. Dadurch folgerichtig keine Entlastung. Osnabrück hatte, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, aber übertrieben gesagt, so gefühlt 80% Ballbesitz in der zweiten Hälfte. Und dann kannst du halt als Bundesligist das in vielen Phasen sehr gut verteidigen. Ich fand Hübers und Chabot heute echt wieder sehr stark beide. Aber dann kam halt diese eine Szene, die dann halt leider, ja, dich dann direkt eine 1:0-Führung kostet. Und das war dann Luca Waldschmidt, der leider meiner Meinung nach ein klares Foul begeht. Das ist ein ganz klarer Elfmeter für Osnabrück, der dann folgerichtig gegeben wird. Und dann muss man sagen, ist Schwäbe eigentlich in der richtigen Ecke, macht es eigentlich gut. Der Elfer meiner Einschätzung nach grauenhaft schlecht geschossen. Umso bitterer, dass das dann trotzdem noch belohnt wird und es dann einen Rebound gibt und der Ball dann von Fuß flog. Aber das glücklich ist auch nur auf den Elfmeter bezogen, weil vom Spiel her war es auf jeden Fall verdient. Nach dem Elfer, muss man sagen, hat der FC sich auch ein bisschen in die Verlängerung gerettet und geschleppt, weil
Osnabrück hatte so eine Drangphase, da muss man schon sagen, da hätte man auch das 2-1 kassieren können. Die haben jetzt nicht die 5, 6, 7 hundertprozentigen Chancen gehabt, aber die waren halt schon immer mal wieder vorm Tor gefährlich. Die meisten Bälle kamen dann größtenteils genau auf Schwäbe, Gott sei Dank. Aber man muss halt sagen, das war dann schon die Phase, wo Osnabrück uns auch hätte knacken können. Und wenn Osnabrück das 2-1 macht, dann glaube ich, kommen wir in diesem Spiel zum einen auch nicht mehr zurück und zum anderen können wir uns da auch einfach nicht beschweren. Dann wäre es auch verdient gewesen zu diesem Zeitpunkt. Und ja, dann haben wir uns eben in die Verlängerung geschleppt. Ich für meinen Teil musste sagen, ich hatte einfach ein ganz schlechtes Gefühl, weil irgendwie auf der einen Seite so ein bisschen Regensburg-Vibes wieder aufkamen. Zum anderen hat eigentlich auch das Momentum hat das Momentum für Osnabrück gesprochen. Tut mir leid. Ja, und der FC hat dann im Laufe der zweiten Hälfte sämtliche Wechsel getätigt gehabt, wo ich aber ehrlich sagen muss, davon hat jetzt keiner das Spiel so wirklich entscheidend belebt auf FC-Seite. Man hat in der einen oder anderen Szene das Tempo von Rasmus Carstensen gesehen, der aber dann da auf der rechten Außenposition offensiv dann auftauchte. Was dann auch wieder irgendwie ein kleiner Nackenschlag für Demi Limnios ist, der eigentlich eine gute Vorbereitung hatte und jetzt, obwohl sämtliche Leute ausfallen, immer noch nicht spielt und das auch nun nicht mal dann als Einwechselspieler. Tut mir auf jeden Fall leid für den Jungen. Davy Selke musste wieder mal angeschlagen, verletzt raus. Für ihn kam dann Adamian, der für mich eigentlich bis zur Verlängerung einfach mal wieder komplett in der Luft hing. Und ja, wie gesagt, wir gehen dann mit ein bisschen Glück in die Verlängerung und dann muss man sagen, haben wir auch in der 93. Minute meiner Einschätzung nach bei dem 2-1 für den FC Durchsage Adamian überraschenderweise auch Glück, weil ich glaube schon, wenn es hier ein VAR gibt, dann ist die Chance schon wahrscheinlich, dass das Tor zurückgenommen wird, weil ich glaube schon, dass Uth zwar knapp, aber schon minimal im Abseits stand und dann wäre das Tor wahrscheinlich zurückgenommen worden und dann kann das Spiel halt auch immer noch anders laufen. Ne? So ehrlich muss man dann sein. Der FC hat in jedem Fall durch das 2-1 dann wieder Mut geschöpft, hat dann wieder besser nach vorne gespielt. Ja, und dann hat Jeff einfach mal einen ausgepackt. Er hat den Ball wirklich mit links sauber getroffen, den Ball richtig unten reingeballert. Klar, auch hier mit Innenpfosten und rein ein bisschen Glück, ein paar Zentimeter ja, in eine andere Richtung, dann kann der Ball halt auch mal gegen Pfosten und rausspringen, aber sei es drum, wir haben dann quasi in dieser Phase uns das Glück, finde ich zumindest, erarbeitet und dann gab es dann trotz des 3-1 von Jeff Chabot dann wieder einen erneuten Wermutstropfen nach der Verletzung von Selke, dann Anfang der zweiten Hälfte, der raus musste, musste dann auch mal wieder Marc Uth raus. Ja, du kannst es echt keinem erzählen. Ihr wisst, ich mag Marc Uth und die Fähigkeiten, die er hat, die helfen unserer Mannschaft auch, aber er ist halt seit anderthalb Jahren einfach nur noch ein sportliches Wrack und ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn er jetzt wieder sämtliche Monate ausfällt, dann ist halt leider genau das passiert, was ich bei seiner Vertragsverlängerung gesagt habe. Ich hätte erst bis 24 mit ihm verlängert, um dann erstmal zu gucken, wie das gesundheitstechnisch einfach bei ihm überhaupt weitergeht. Ja, jetzt hast du mit ihm bis 25 verlängert. Wenn du jetzt Pech hast, fällt er wieder wochenlang aus und wird dann auch wieder wochenlang brauchen, bis der nur überhaupt ansatzweise irgendeine Fitness hat. Das kannst du wirklich keinem erzählen. Also langsam muss man da wirklich sagen, ich will jetzt hier nichts beschreien oder so. Aber langsam erinnert das echt, wenn der jetzt wieder wochenlang ausfällt, so ein bisschen an Sportinvalide Sebastian Andersson. Es tut mir leid, auch wenn Marc Uth natürlich wesentlich besser ist und einen absoluten Mehrwert für die Mannschaft hat, im Gegensatz zu Andersson, aber diese Verletzungsmisere bei Marc Uth, das ist, wow, es ist einfach unglaublich. Ja, jetzt müssen wir hoffen, dass ja, zumindest Selke dann fürs Dortmund-Spiel fit ist, wenn der nämlich neben Marc Uth dann ausfällt. Ja, und Ljubicic noch immer nicht fit sein sollte, dann ja, haben wir bei unserem Spiel in Dortmund gefühlt fast gar keine Offensivspieler. Also das wird auf jeden Fall ja, sehr interessant. Ich bin mal sehr, sehr, sehr gespannt, ja, was jetzt da rauskommt bezüglich den Verletzungen der beiden. Wichtig ist jetzt erstmal, wir haben es heute endlich wieder geschafft, in die zweite Runde einzuziehen.
Es waren phasenweise sehr viel Glück dabei. Es war phasenweise auch echt ein bisschen Schwimmen dabei. Es war phasenweise dann auch in den Momenten der Tore ein bisschen Glück dabei. So ein Tor macht Schmitz halt auch nicht immer. Und ja, Adamian fällt der Ball halt da vom Fuß, wahrscheinlich knapp abseits. Jeff haut mal einen Strahl raus, den er wahrscheinlich aber auch erstmal so ewig nicht mehr machen wird. Also ich denke, man muss das Ganze schon einordnen können. Es ist wichtig, du bist weitergekommen. 430.000 meine ich, kriegst du für die nächste Runde. Die haben wir jetzt schon mal. Ja, und vielleicht kriegen wir in der kommenden Runde ja auch mal ein Heimspiel. Dann ja, kriegst du da auch nochmal ganz anderes Geld. Und darum geht's. Ich denke, über Berlin braucht man nicht sprechen. Hauptsache, man kommt mal ein, zwei Runden weiter, um einfach auch mal ein bisschen Geld vom DFB-Pokal mitzunehmen. Ja, lasst uns über den Sieg freuen, Freunde. Auch wenn ja vieles, vieles bedenklich und nicht so berauschend war. Aber ich will jetzt hier heute bei einem 3-1-Sieg nicht alles schlecht reden. Aber ich glaube, es gibt schon einige Dinge, wo man gesehen hat, da hapert es beim FC auf jeden Fall entscheidend noch. Auch alleine, dass du einen Carstensen dann auf dem rechten Flügel bringen musst. Ein Limnos wird immer noch nicht gebracht. Und der Linksverteidiger von Osnabrück, Kleinhansel, der hatte früh die gelbe Karte. Und normalerweise denkst du dir dann, okay, ein Außenverteidiger, frühe gelbe, mit Tempo auf ihn zugehen, mal ins 1 gegen 1 suchen, um dann vielleicht ein erneutes Foul zu provozieren. Aber wir haben ja nichts. Also wen wollen wir dann bei dem aktuellen Personalstand da um Flügel einwechseln, der mit Tempo auf den Außenverteidiger zudribbelt und im Idealfall dann einen Foul sieht. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, Freunde. Es ist leider ja personaltechnisch beim FC wieder sehr bedenklich. Ja, Spiel war ausbaufähig, aber Hauptsache, wir haben die Aufgabe bestanden und sind eine Runde weiter. Mich würde natürlich abschließend interessieren, wie habt ihr das Spiel gesehen? Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Wie habt ihr dann vielleicht auch die Einwechslungen plus die Neuzugänge gesehen? Könnt ihr mir mal sehr gerne reinschreiben. Wie bewertet ihr das Spiel? Bin gespannt, wie ihr es seht. Würde mich natürlich neben eure Meinungen wie immer über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein und ciao. We'll be right back.